Hoi, hoi, ich habe. Mal wieder Fanpost bekommen. Ich werde es direkt öffnen. Genau, der Absender, den kann ich jetzt nicht nennen, weil ich das hier alles abgerissen habe. Alles klar. So, machen wir es mal auf. Eigentlich könnte ich das wieder verwenden, wenn ich das jetzt nicht komplett zerstören würde. Aber das ist nun mal der Lauf der Dinge. Ja, so, okay, was haben wir hier? Ein gutes Zettelchen, wo wichtige Informationen draufstehen werden. Vermute ich zumindest, lieber Inkognito. Hiermit übergeben wir unsere feinsten Gaben. Unsere Hanfblüten sind schon unter den fleißigsten Bienen des ganzen Landes bekannt. Und nun kannst du auch. Was? Und nun kannst auch du dieses Erlebnis mit ihnen teilen. Anbei findest du auch ein bisschen Kleingeld. Nee, da steht nicht ein bisschen, sondern auch bisschen Kleingeld, um ordentlich den Automaten melken zu können. Viel Spaß beim Tee trinken. Meine freundlichen Grüße, CBT. Wir haben einen minus 10% Gutscheincode für alle Pfandsammler da draußen. Gutscheincode Mulm einlösbar auf mehr als tee.de. Tja, da schaut mal vorbei, wenn ihr diesen Leuten wirklich vertraut. Okay, was ist das? Oh, hier ist schon was runtergeflogen. Das ist eine feine Honigbiene. Allgemeine Deutsche Imkerzeitung. Was zum Teufel? Bienen braucht das Land. Junge. Der Mann, der hält den Honig voller Stolz. Was ist denn das? Online-Shop mehr als Tee? Das ist jetzt Werbung für CBT-Hanf. Also CBT-Tee ist ja wirklich Tee. Ich dachte, das war jetzt nur so ein lustiges Wortspiel. Alles klar, das ist feinstes Kleingeld. Sehr schön. So, das war's. Die haben jetzt mir jetzt einfach nur das hier geschickt. Ich packe das jetzt mal aus und dann werde ich es filmen, weil ich weiß, dass das Zeug legal ist. Sonst hätte ich es natürlich nicht gemacht. Bis gleich. Okay, das sind wirklich feinste Gaben. Es sieht mir hier nach einer starken Werbeaktion aus, aber das ist ja für mich kein Problem. Ja, ich werde damit hoffentlich viel Spaß haben. Ja, ich werde das natürlich an die Pfandangels beziehungsweise an den Zentralrat verteilen. Und dann werden wir uns mit dem Zeug hemmungslos zudröhnen, insofern das damit möglich ist. Und ja, ich werde natürlich jeden den Tee servieren, der keine Ahnung hat, was das für ein Tee ist. Und dann werde ich mich natürlich dann dran erfreuen. Und das war's auch schon. Genau. Ha! So, am selben Tag kam neue Fanpost ins Haus. Hey! Der Mann hat sie mir persönlich überreicht. Ja, er hat gesagt, das ist voller Kleingeld. Also er hat mich quasi schon gespoilert. Genau. So. Das gebe ich morgen bei der Sparkasse ab. Ich muss das leider bei der Sparkasse abgeben, weil ich bin dort angemeldet. Und das Maidenvieh weigert sich mittlerweile standhaft dagegen, dass ich das bei der Commerzbank mit ihm abgebe. Da würde ich mir halt die Abgabekosten ersparen, aber ja, so sei es. So. Das ist der Spendentopf. Hier ist ein Bitcoin drin. Alles klar. Ich schütte das jetzt einfach mal alles in den Spendentopf. Das war gerade ein unfassbar befriedigender Moment. Jetzt packe ich das nächste aus. Was zum Teufel? Ah, Junge, Old Blood. Das habe ich noch nicht gespielt. Also ich habe das normale Wolfenstein gespielt und den zweiten Teil. Und das ist ja ein DLC vom ersten Teil. Ist da jetzt überhaupt das Spiel drin? Junge, der hat mir wirklich das Sp Junge. Vielen Darm. Witch, Stier. Okay. Junge, jetzt kommt der zweite befriedigende Moment. Klar, das kommt noch hier rein. Das ist eine unglaublich geile Fanpost.
Auch wenn es jetzt nur Kleingeld ist, aber es ist sozusagen so ein Lebenselixier in Kupfer. Es schimmert und es ist halt wie ein Schatz. Junge. Oh, scheiße. Aber ich wünsche auf jeden Fall jedem Menschen, dass er reichlich mit Kleingeld beschenkt wird. Weil wirklich, das gibt Lebensfreude ohne Ende. Genau. Hey! Naja.